Moin, meine Damen und Herren, und willkommen zum Yawn Champion Spotlight. Der Katana-Mann ist nun da und man kann hierbei ganz entspannt von Yasuos aggressivem Bruder reden. Dieser Champion hat so viel von Yasuo kopiert, dass man einfach nur Angst bekommt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass er wie eine, und das klingt jetzt seltsam, eine aggressivere Variante von ihm wirkt. Bei Yasuo denkt man auch nicht unbedingt an defensive Plays, aber ihr werdet verstehen, was ich meine. Beginnen werden wir klassisch mit den Base-Stats. Die sind okay. Er kriegt einen 90 HP pro Level. Das ist ein gesunder Wert. Man muss ja daran denken, es ist ein Melee. Na, zwei Schwerter. Ansonsten sieht alles ganz fein aus. Er kriegt nicht besonders viel AD pro Level. Und man muss auch dazu sagen, er hat keine Ressourcen. Er ist wie Yasuo. Er kann einfach spammen, wie er Bock hat. Kommen wir damit also zu seiner Passive. Und er hat die Yasuo-Passive. Er hat doppelt Crit. Das ist stumpf. Allerdings hat er noch einen kleinen Twist mit drin, denn er sagt sich nicht nur, dass auch dieser reduzierte Schaden dabei ist wie Yasuo, sondern er macht bei jedem zweiten Auto-Attack Magic Damage. Ja, er schlägt quasi mit seiner anderen Klinge zu und dann gibt es 50% des angerichteten Schadens als magischen Schaden. Er hat quasi ein bisschen Quirky Passive in seiner Passive. Na, das Ganze ist nicht schlecht. Wenn du bei Yasuo festgestellt hast, dass die Rüstung dir ziemlich wehtut, dann konntest du meistens wenig dagegen tun. Er hat wenigstens noch etwas Magic Damage in seinem Kit. Ihr werdet feststellen, der Yasuo-Vergleich kommt recht häufig. Kommen wir nun zu seinem Q. Und das funktioniert genauso wie bei Yasuo. Na, ihr rennt irgendwo hin, schlitzt einfach, drückt Q und dann sticht er mit seinem Schwert zu. Die Reichweiten sind dabei sehr gering. Na, beziehungsweise ist es so ein mittlerer Wert. Und ihr werdet auch feststellen, dass nach zwei erfolgreichen Treffern der dritte einen Spezialeffekt hat. Bei Yasuo kommt ein Wirbelsturm, bei ihm ist er der Wirbelsturm. Das bedeutet, Yawn ist in der Lage, nach vorne zu dashen und Ziele auf dem Weg dorthin hochzuwerfen. Solltet ihr mehrere Gegner mit dem Q, by the way, treffen, ist das wie die Zenitklinge, ihr geht immer zum letzten Gegner. Hierbei ist es schön, dass der Range-Indikator besser zu sehen ist, wie viel du hochwirfst, also auch für den Gegner. Bei mir so wirbelst du manchmal schon den Eindruck, dass der manchmal mega fett ist. Na, hier ist es ganz klar. Man merkt natürlich auch, dass hier eine gewisse Aggressivität mit dabei ist, aber dadurch auch Flexibilität. Das heißt, Yasuo kann mit seinem Spell poken, er hier würde ständig reingehen. Der Vorteil ist allerdings, solltest du zwei Stacks aufgeladen haben, hast du Optionen. Du musst also das Ganze nicht unbedingt auf eine Unit benutzen, sondern du kannst legit über Wände damit dashen, wenn du willst. Was natürlich für gute Mobilität sorgt oder für aggressive Moves solltest du mal ein Jungle Camp gemacht haben und quasi von den Raptoren auskommen. Bezogen auf den Schaden ist alles relativ normal, das Ding kann critten. Wir kennen es bereits. Die Funktionsweise aber offensichtlich ist etwas anders. Beziehungsweise die Flexibilität ist höher. Kommen wir nun zum W-Spell. Hier gibt es keine Windwall. Yay, haben wir was anderes. Das bedeutet, er slasht einfach kegelförmig alle Gegner, die er sieht. Dabei wird 50% magischer und 50% normaler Schaden angerichtet mit einem Base-Wert und einem prozentualen Wert. Der prozentuale Wert, der ist okay, der sorgt für einen soliden Base-Damage und außerdem bekommt er einen Schild. Dieser Schild hängt davon ab, wie viel Gegner er getroffen hat. Na, umso mehr Gegner, umso kräftiger ist der Schild. Das Ganze sehr praktisch, scaled langsam hoch, muss man sagen. Also du musst wirklich jedes Mal viele Leute treffen. Dieser Spell ist aber wirklich entscheidend für ihn. Ihr werdet feststellen, dass Yasuo mit der Windwall einige harte Counterplays hat, um wirklich in Melee-Range zu gehen. Und Yasuo kann mehr Entscheidungen treffen. Yawn? Nicht unbedingt. Dieser Spell ist wirklich vonnöten, denn er macht zwar viel Damage, aber das heißt ja nicht, dass er unsterblich ist. Schön, kommen wir nun zum E-Spell. Der ist auf jeden Fall crazy. Beginnen wir erstmal damit, dass, wenn man den Spell aktiviert, er dasht. Dieser Dash ist relativ kurz, kann aber über einige kurze Wände. Ja, das sollte vermerkt werden, solltet ihr also zum Beispiel scouten wollen über den Drake Pit, über den Baron Pit, na, oder generell über kleine Wände, dann werdet ihr das können. Yawn bekommt nun folgendes, er bekommt ein kleines bisschen mehr Movement Speed dazu und ist in der Lage, Gegner ganz normal zu hacken. Na, du hast quasi einen Klon von dir nach vorne gesetzt und kannst dann anfangen, deine Gegner aufzuschlitzen. Hierbei ist die Besonderheit, dass er während der E-Aktivierung eine zweite HP-Bar bekommt und diese stellt nur den Cooldown des Spells dar. Ressourcenmanagement bei Riot Games. Es ist einfach nur dafür da. Fakt ist, wenn das Ding abläuft, wird er automatisch zurückteleportiert zu seinem Ausgangsort und richtet nochmal Bonusschaden an vorher gedamagten Zielen an. Es ist quasi wie eine ganz kleine Z-Ult. Na, ihr dasht nach vorne,
zack, zack, zack. Und dann gibt es nochmal am Ende der Duration nochmal Bonus-Damage oben drauf. Dieser kann bis zu 35% sein. Das ist auch okay, es sind aber Zahlen, die noch geändert werden können. Denk daran, das ist der PvE hier. Die Idee davon aber not bad. Erstens kannst du damit natürlich sehr gut in der Lane trade. Oder du hast einen extra Dash nach vorne. Kannst das Ganze natürlich auch so kombinieren, dass dein Q zum Beispiel bereits zur Verfügung steht. Und wenn dir das zu brenzlig wird oder du zu viel Schaden kriegst, zack, ziehst du dich dann ganz einfach wieder zurück. Du bist halt während dieser Phase auf jeden Fall nicht unsterblich. Bei dem Rückkehren allerdings unstoppable. Also du wirst definitiv zu deinem Ausgangsort zurückkommen oder sterben. Das kann natürlich auch passieren. Das Schöne hierbei ist, dass, wie gesagt, diese Flexibilität zur Verfügung steht und besagte Mechanik, die wir auch schon in LoL-Trends hatten. Du kannst zum Beispiel mit dem Herald oder dem Baron Backport for free einkaufen. Das heißt, du drückst dein E, gehst sofort in die Base. Sobald du da bist, kaufst du deine Items ein und wirst dann automatisch wieder zurückgeschickt und sparst dir echt viel Zeit. Na, diese Mechanik, bin ich mir noch sicher, ob das Ganze angepasst werden wird, dass man vielleicht nicht porten kann währenddessen. Na, oder Riot sagt sich, jo, ist ein Feature. Ist wie bei Echo Ult, könnte man ja auch machen. Hier muss ich allerdings sagen, ist der Cooldown ein bisschen geringer. Die Grundidee davon, aber ziemlich cool. Ist für mich persönlich was Neues. Gut, und abschließend haben wir noch die Ultimate und das ist Fate Sealed. Hierbei ist das Knock-Up-Thema nach wie vor vorhanden. Das bedeutet, er lädt sich eine kurze Zeit auf und dann dasht er nach vorne und wirft alles hoch, was vor ihm ist und teleportiert sich auch immer an das Ende dieses Spells. Das Schöne bei der Ultimate ist, dass die Leute auch sehr, sehr krass geklumpt werden. Also sie werden nicht nur hochgeworfen, sondern sind nah an ihm dran, in perfekter W-Reichweite. Also es sind viele Gegner, die du damit einmal treffen kannst, für deinen Schild, für den Damage selbstverständlich. Und erneut ist das ein Spell, der für Mobilität sorgt. Jorn kann entscheiden, ob er in den Gegner reindashen will oder ob er einfach über Wände damit entkommen möchte. Und falls jemand hinterher will, wird er natürlich pike-mäßig trotzdem betäubt bzw. hier durch die Gegend geworfen. Außerdem macht die Ultimate sehr viel Base Damage. 100 normaler Damage mit 40% Verwertung, also der gesamten AD und ebenfalls nochmal 40% und 100 Magic Damage. Das nur auf Stufe 1. Das geht bis 300 hoch, das heißt 600 Damage AOE-Ult. Mit Knockup. Malphite wird sich denken, what? Das müsste ich doch eigentlich auch können. Kann er nicht. Not even close. Gut, und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Jorn ist erstmal ein Champion, wo ich schon prophezeien würde, dass einige Nerfs kommen werden. Er ist in sich von der Grundidee gebalanced, da er nach wie vor Melee ist, okay? Das heißt, wenn du dein E aktivierst und für den Trade gehst, na, oder generell mit deinem Q aggressiv arbeiten willst, also mit dem Knockup, wirst du feststellen, du bist in den Gegnern drinne. Auch klingt natürlich die E-Mechanik auf aggressiver Basis sehr gut. Das Ding ist aber, der Gegner weiß, wo du zurückgehen wirst. Und du kannst diesen Spell auch nicht direkt als Escape nutzen. Na, du wirst also immer wieder zurückkommen. Jorn nutzt quasi, im Gegensatz zu Yasuo, oft seinen eigenen Körper, um reinzugehen. Yasuo hofft auf andere Knockups oder kann sich auf ein Long-Range-Q verlassen. Jorn ist immer wieder im Gefecht drinne, mit der Ausnahme der E-Fähigkeit. Da kann er sich so ein kleines bisschen aussuchen, weil er ohnehin zurückkehren wird. Was wie gesagt bei Drake oder beim Baron Pit ziemlich nützlich sein kann. Generell ist es aber ein Champion, der sich so anfühlt, dass wenn er vorne ist, dich komplett fertig macht. Und das ist halt knifflig. Bei Yasuo wissen wir, der 0-10 Power Spike, da geht er richtig ab. Und im Prinzip meinen wir damit, er hat zwei Items und noch 100% Crit. Das ist mit dem Boy auch hier der Fall. Und da ist noch ziemlich viel Magic Damage dabei. Und das macht's gefährlich. Bei Yasuo wusstest du, Omen und es GG. Und der Gegner hat wirklich deutlich weniger Damage. Na, bei Yorn wird es ein kleines bisschen schwieriger. Und wenn er vorne ist, ist er halt so ein bisschen Akali-artig. Beim Akali-Rework hat man auch gemerkt, wenn dieser Champion einen Lead hat, hast du ein großes Problem. Und hier ist es das Gleiche. Viele Escapes zur Verfügung und viele Möglichkeiten, nah an den Gegner ranzukommen. Er hat mit Ultimate 3 Dashes und einen eingebauten Escape noch dazu. Das ist fürs Traden auf der Lane unangenehm und spätestens, wenn du halbe HP hast, hast du eventuell ein Problem. Und das ist schwierig, meine Damen und Herren. Ist ein cooles Design. Na, seit Sekiro finde ich auch Katanas und sowas ziemlich nice. Aber für LoL ist das gefährlich. Zumal, ja, stell dir mal vor, du hast Yasuo und Jorn im Gegnerteam. Oder in deinem Team. Und beide stehen 0-10. Ist schwierig. Lasst mir aber gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.